Gestern spielte Chelsea 1:1 in der Champions League gegen Real Madrid. Sie machten ein gutes Spiel, gerade in der ersten Hälfte waren sie klar überlegen und hätten auch höher in Führung gehen können, ehe Karim Benzema mit einem Geniestreich den Ausgleich quasi für Real erzielte. Einer hatte noch eine höhere Führung auf dem Fuß, und zwar Timo Werner. Er vergab eine Riesenchance und dafür wurde er sogar kritisiert oder, wie man neudeutsch sagen würde, gedisst von einer Frau eines Teamkollegen, und zwar von Thiago Silva. Seine Frau Isabel lud ein Video auf Instagram hoch, da sagte sie folgendes, Zitat: "Das ist doch Karma, Leute. Jedes Team, zu dem ich komme, hat einen Stürmer, der ständig Chancen verpasst. Dieser Werner, wie heißt der genau?" Das sagte sie. Ja, ziemlich harte Worte von ihr, nach dem Motto, ey, nach Paris, ich weiß gar nicht, wen sie damit eigentlich meinte, wer hat denn bei Paris immer Chancen vergeben? Mbappé kann sie aber kaum meinen. Meint sie Icardi? Meint sie, wen meint sie dort? Hilft mir mal, Leute, was sie da genau meint. Und jetzt ja bei Chelsea, gut, mit Timo Werner, er hat einen harten Stand. Das muss man ehrlich sagen, er hat einen sehr harten Stand aktuell. Es läuft bei ihm nicht, auch in der Nationalmannschaft hat er einige Chancen vergeben. Er kommt einfach nicht so richtig in Tritt unter Tuchel. Er spielt zwar oft gar nicht so schlecht, aber dann vergibt er halt die 100%igen Dinger. Da gibt es ganze Compilations, die man sich angucken kann auf Instagram, auf TikTok oder sonst irgendwo, wo man Riesenchancen von Timo Werner sieht, die er im Trikot von Chelsea vergibt. Auch gestern hat man auch in der ersten Hälfte, gestern war ein ganz schlechtes Spiel für ihn. Ich mag ihn eigentlich, aber das Spiel gestern war wirklich nicht gut. Das muss man leider ehrlich dazu sagen. So ein paar Mal auch ist er zu spät losgestartet. Die anderen haben ihn auch komisch angespielt. Es war so, er wirkte wie ein Fremdkörper im Spiel, hat die Abstimmung nicht gepasst. Es waren ein paar sehr, sehr, sehr gute Kontersituationen, gerade so in den ersten 30 Minuten, die irgendwie mit Timo Werner nicht gut ausgespielt wurden, weil entweder er zu spät losgelaufen ist oder der Mitspieler zu früh gepasst hat. Zum Beispiel Conte einmal, es war eine super Kontersituation, irgendwie Timo Werner kriegt dann den Ball nicht. Also, ja, sehr, sehr, sehr ärgerlich. Mal gucken. Ich hoffe für ihn, dass er sich noch fängt in England, weil er ist eigentlich ein Top-Spieler. Schnell ist er sowieso. Technisch kann er auch einiges, aber eben am Abschluss muss er nochmal wieder ein bisschen feilen. Wobei er da bei Leipzig ja richtig gut war eigentlich. Also das ist ein bisschen komisch. Ich hoffe, er kommt wieder, tritt eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.